Was bisher geschah? In der letzten Folge haben wir die Sprengstoffwackelpuppe aus den Sorgus Ironworks geholt, die wir davor übersehen hatten. Und unter der Malden Middle School war die Vault 75 versteckt. Da haben wir die Wissenschaftswackelpuppe gefunden. Und in dieser Folge stehen die unbewaffnete Wackelpuppe, die Ausdauerwackelpuppe und die Beweglichkeitswackelpuppe auf dem Plan. Wir werden mal gucken, wie schnell wir die jetzt finden können. Und weiter geht's mit Fallout 4. So, bevor wir jetzt losgehen, habe ich gesehen, dass hier auf dem Auto schon die Wackelpuppe steht. Ja, war von der Richtung aus relativ offensichtlich, von der anderen nicht. Die Waffenlos-Wackelpuppe. Ja. Ja, wenn Worte nichts nutzen, gibt es immer noch die Fäuste. Genau. Du erhältst Dauer 25% kritischen Schaden mit waffenlosen Angriffen. Was wir so gut wie nie machen. Also fast nie. Also eigentlich nie. So, jetzt gehen wir aber gucken, wo wir da hin müssen. Poseidon Energy. Mal kurz auf die Karte. Das haben wir schon mal gesucht. Ah ja. Also hier soll auch eine Wackelpuppe irgendwo sein. Ich weiß gar nicht, ob man hier reinkommt. Ich weiß auch gar nicht, was das ist. Wo die jetzt sein soll. Hier waren so ein paar Raider schon. Ah ja, hier kommt man. Ein Meisterschloss oder ein Terminal? Was kann man hier machen? Türzugang offline. Ah ja. Abflusszugang, Pumpen offline, Wartungszugang verfügbar. Ah. Hier würde man also jetzt den Hinweis kriegen, dass man irgendwie durch einen Abwasserschacht rein kann. Aber wir können ja auch ein Meisterschloss knacken, ne? So ist ja nicht. So. Das war nicht so schwer. So, den gucken wir mal. Wir hatten ja schon mal bei der Vega-Fertigungsanlage ganz am Anfang eine Wackelpuppe ganz auf dem Dach. Die war also auch nicht im Gebäude. Vorsicht. Die Ruhe kann was Gutes bedeuten. Ja, vielleicht nicht. Okay, da geht's irgendwo weiter. Und hier geht's in den Keller. Ach so, hier wäre man bestimmt reingekommen. Ja, hier sieht's wassermäßig aus. Oh. Da wäre man bestimmt hingekommen oder hergekommen, wenn man durch den Abwasserkanal hergekommen wäre. Stimmt, da kommt er. Hast Angst, was? Sag nicht, dass du so liebst. Ansonsten müsstest du nämlich zum Arzt. Da ist der Hund. Oh, was ist das? Mit einer Granate? Nein, oh, okay. Wer weiß, was die alles... Es ist Cutty. Ich weiß zwar nicht, woher ich den Namen gerade kenne, aber... Boom. Fusionskern entfernt. Weißt du, unten die... Ups. Meldung im Computer war von dem. Was sind da? Ach, das ist der Legendäre jetzt. Ja, okay. Zack. Zack. Mutiert er vielleicht noch, oder? Ja. Okay. 180. Oh, da ist immer noch Gefahr. Raider-Veteran. Oh, wir haben sogar 50% von unserem Leben verloren. Was ist hier los? Los. Ach, Mann. Ist da drin? Okay. Liga-Bowling-Kegel? Oh. Ja, von Liga. Oh Gott. Was ist denn hier gestorben? Okay. Gehen wir erstmal da drüben gucken, wo die jetzt alle hergekommen sind. Soll ich die... Oder? Ich weiß nicht, ob ich die einmal aufheben soll. Ich probier's jetzt einfach mal. Ich habe 21 Kugeln jetzt. Zack. Ja. Da sind Kugeln drin. Ist das noch ein Kampfgewehr gewesen? Oh ja. Den Schlüssel nehmen wir mal mit. Ist doch. Und die Waffe hier auch noch. Und dann können wir die nämlich einfach wieder rausschmeißen. Ganz einfach. Oh, Kampfrüstung. Linker Arm. Beweglichkeit und Wahrnehmung. Da müssen wir mal gucken, was wir gerade haben. So, dann schmeißen wir erstmal die Waffe wieder raus. Linker Arm, Beweglichkeit und Wahrnehmung. Was ist das hier bestimmt? Stärke und Ausdauer, ja, es fällt mir wahrscheinlich besser. Was
So, wo sind die jetzt alle? Hier, kurze Sturmgewehre. Zack, 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 weg damit. Da müssen wir die Waffen doch immer aufheben. Jawohl. Nee. Sichert einen Ort so ab, ohne etwas Wertvolles zu haben. Ja. Oh, vielleicht, ja. Müssen die noch irgendwas Wertvolles haben? Nehmen wir mal mit. Oh, die benutzen anscheinend gerne diese Waffenart. Ein Heft. Ausgezeichnet. Ja. Dauerhaft 5% mehr kritischen Schaden. Sehr. Oh, da ist es schon. Ha. Also. Man muss immer bereit sein, alles für das Team zu geben. Deine Ausdauer wird dauerhaft um 1 erhöht. Ja. Sehr gut. Kronkorken. Okay, denn das brauchen wir nicht. Das denn? Okay. Nein. Noch mehr Drogen. Aber haben wir es jetzt schon... Haben wir es schon abgeschlossen? Da stand ja auch irgendwas mit... Oh ja. So, das sieht aus wie ein Schiffswrack, was wir vielleicht brauchen. Da... Ach, da ist die Quest, da müssen wir vielleicht hin. Mal gucken, ob wir das jetzt hier entdecken können. Auf der Karte ist es noch nicht. Ups. Was passiert denn hier gerade? Ja. Okay, wir können es immer noch nicht entdecken, aber es sieht irgendwie aus wie eine Basis von irgendwas. Ja. Northern Star. Die brauchen wir. Da soll auch noch eine Puppe sein. Das hört sich ja fies an, wie das hier alles so rum. Ups. Was war das denn gerade? Ist hier gerade nur eine Maschine explodiert? Kann er sich mal rumdrehen hier? Bitte, danke. Nee, macht er nicht. Okay. Ach, Hancock weiß das auch, ne? Dass man den... Ist er schon weg? Ja. Man den ins Gesicht schießen muss. So, wir nehmen das auch mal einfach mit. Boom. Obwohl wir, glaube ich, eigentlich kein Fleisch mehr brauchen. Wir haben so viel anderes Fleisch. Was ist denn hier los? Da oben? Da ist er. Ach, wir versuchen es. Nee, machen wir nicht. Der hier hat 50% beim Bein. Jawohl, jetzt. Zack, zack, zack. Okay. Oh. Hat da einer eine Power-Rüstung an? Oder was sind das für Geräusche? Wieso kann der mich denn treffen? Was passiert denn da? Ach, der ist gerade an der Blutung gestorben von Hancocks Shotgun. Jetzt müssen wir mal gucken, wie man da auch hochkommt. Da ist ja anscheinend ein bisschen mehr los als hier unten. Ob es hier einen Fahrstuhl gibt oder so? Was? Okay, sind die vielleicht auch nicht ganz dicht, die hier... Oh. Die hier rumlaufen? Rags. Naja, vielleicht nicht. Man weiß es nicht. Gucken, ob wir den kritisch treffen können. Boom. Zack. Ja. Jawohl. So, haben wir es? Ist immer noch Gefahr. Kommen wir denn da hoch? Hier sieht es ein bisschen besser aus. Aber, nee. Aber ist es richtig? Macht es immer so eine Geräusche? Müssen wir jetzt mal suchen, wo man hier hochkommt. Okay, also wir versuchen es jetzt trotzdem mal von hier drinnen. Das sieht, ja, ein bisschen vielversprechender aus. Zack. Das ist gar nicht... Warum wir das vorher nicht gesehen haben, ob wir da zu weit unten waren. Aber das sieht... Ja, das sieht gut aus hier. Da kommen wir... Oh, was ist denn hier los? Was ist mit dem passiert? Leuchtende... Oh, und die haben die auseinandergenommen. Hier ist sonst keiner weiter. Ist denn hier überhaupt noch was? Ja, Vorsicht, das ist schon angesagt. Hier ist... Ach, hier ist... Oh! Ah.
Müssen wir auch wieder überall Ausschau halten nach der Puppe. Mal gucken, auch ein Expertenterminal. Ja, mal gucken. Also. So leicht ging das so. Scheinwerfer machen wir mal aus. Was gibt's hier noch? Systemdiagnose? Ja, gut. Lass mich ran. Eins, zwei, drei. So, mal gucken, wo man hier jetzt noch hochkommt. Was gibt's da? Was? Kann man da überhaupt hin? Hallo? Ja, auf die Kiste hier drauf? Ist es? Das kann doch nicht so gedacht gewesen sein. Ah ja. So. Hier gibt's aber auch nichts so richtig. Hört sich auf jeden Fall auch noch nach einem Geschützturm an. Genau, da ist er. Zack. Dann ist der Abenteurer. Und weg. Immer noch die Gefahr. Hä? Moment mal. Da hinten ist noch ein Turm. Whoops, da hinten. Ach, da ist ein Veteran. Ja, wir machen das mal mit dem Sniper, so wie es eigentlich gedacht ist, ne? Ups. Na. Ja. Oh, das hat aber viel Schaden gemacht. Jetzt los. Nochmal die Birne. Danke. Was? War's immer noch nicht. Ja, wir gehen jetzt aber trotzdem weiter. Wenn das alles so eine Flaschen sind, dann ist es ja nicht mehr unbedingt so gefährlich. Noch ein Geschützturm? Dachte, ich hätte einen kaputt gemacht. Zack. Immer noch Vorsicht. Ja, auf Minen aufpassen oder was? Ich weiß ja nicht, ob die hier ihrem eigenen Schiff... Oh ja. What? Okay, das war ein bisschen krass. Weiß nicht, das war wahrscheinlich nicht die beste Position zum Schießen. Schwert hat er gehabt. Naja. So, was hat der jetzt hier? Hat der noch irgendwas bei? Nee. Ach doch, Sturmgewehr nehmen wir mal mit. Oh ja. Da war viel drin. Müssen wir doch die Sturmgewehre mitnehmen. So, da war nix. Hier bringt es was, wenn man da umlang läuft? Nee, ne? Ja, was denn? Den sagt er nicht mehr, was er hat. Das ist es von da oben, das Ding. Aber Gefahr ist ja immer noch. Warum denn? Oh, da sind Fallen. Ja. Als ob der sich da drin einfach versteckt. Den greift er mit einem Billardkö an, gegen eine Powerrüstung. So, was trinken müssen wir auf jeden Fall. Ah, wir sind auch nicht ganz gesund, ne? Wir könnten ein bisschen was regenerieren mal. So, Vorsicht ist angesagt, ja. Ja. Ja, wenigstens haben wir jetzt wieder von der Munitionsart genug. Genau, hier wäre sogar ein Bett denn. Wenn wir denn am Ende machen. Jetzt kommt bestimmt gleich Captain Higgs. Und den hätten wir's. Oh, der hört sogar Radio. Seien wir ehrlich. Ich war ziemlich scheiße. Hä? Was liegt hier noch? Kampfgewehr, ne, das nützt uns nix. Was ist denn das? Ach, die steht hier! Verkehrt rum! Bingo! Keine Angst. Heikle Probleme ausweichen. In Wirklichkeit wird da auf einem 1 erhöht. Ja! Haben wir es jetzt schon eigentlich geschafft? Die ist abgeschlossen. Ach, wir sind versteckt. So, jetzt sind wir da. Ich hoffe, Hancock, da kommt er. Gut, Warwick. Das habe ich mir gedacht. Den habe ich gerade schon gesehen hier. Cricket ist ein Händler. Oder eine Händlerin. Du
solltest meine großen Waffen lieber jetzt kaufen, sonst tun es deine Feinde. Okay, dann kaufen wir mal. Sehen, was du so hast. Und da sind sie. Hat dein Herz auch kurz ausgesetzt? Nee. Aber wir... Oh ja, wir kaufen Munition von ihr. Hier, 91, zack. Auf gut Glück, Knarre. Kugeln explodieren beim Anschlag und richten 50% Flächenschaden an. Nicht schlecht, aber dafür ist die Waffe doof. Die kaufen wir ja auch ab. Und dann drehen wir ihr unsere ollen Waffen an. Auf jeden Fall hier erstmal die Rüstung, weil die hat jetzt nur 2 gewogen. Aber die anderen, die hier, Repetierpistole, Institutspistole, das behalten wir mal, das bauen wir selber. So, schon gar nicht mehr so teuer. Was sie denn für tolle Waffen bei? Unbedingt haben muss. Ah, nix. Die legendären sind jetzt nicht so krass. Ja, und 2 davon sind von mir. Jawohl, so, dann mache ich mal hier bestätigen, jawohl. Aber wieder ein bisschen mehr Platz. Jetzt müssen wir da rein. Da, ja. Dann gehen wir mal fragen, was jetzt los ist. So groß sieht es ja hier nicht aus. Vielleicht muss ich ja sogar auf die Insel. Für das... Oh, was? Teil installieren. Was? So. Berichte June Warwick von der Reparatur. Ach so. Das war's. Oh, das ist eine Farm. Oh. Okay. Okay. So. Hallo. Hey. Ich hab dich im Pumpenhaus arbeiten sehen. Bist du bei den Atom Cats? Naja, nee. Nein. Ich tue ihnen nur einen Gefallen. Tut mir leid. Ich sollte mich zurückhalten. Man könnte dich aber leicht für einen von ihnen halten. Und ist die Pumpe schon repariert? Was ist mit ihren Lippen los? Ja. Ja. Sollte wieder laufen. Ihr seid echt toll. Danke vielmals. Vielleicht hilft das der Farm eines Tages. Die Atom Cats waren uns eine große Hilfe. Du hast bestimmt Hunger. Hier, nimm dir was zu essen mit. Und richte bitte Sieg meinen Dank aus. Okay. So waren wir alle krank und hungrig. Ich hatte schon Angst, dass wir alle sterben müssen. Was, das war jetzt das Quest? Das war ja albern. Wo geht's denn aber da rein? Oder sind hier sind einfach nur die Betten. Naja. Gibt es hier vielleicht ein Heft noch? Das könnten wir ja lesen. Nee. Leere Flaschen, oh oh. Nee, da ist nix. Gucken wir, wir drücken mal drauf. Mal gucken, ob man das machen kann. Nee. Das darf man nicht. Wenn wir jetzt bis da hinten gehen. Achso. Wo ist denn? Die Insel ist da. Die ist. Ich weiß gar nicht, wie weit die weg ist. Ob man das schaffen kann. Oder ob man da vorher ertrinkt. Ja, das könnte man nur klauen. Was ist hier? Tür öffnen. Ah ja. Ach so. Stimmt, das hatte sie ja auch gesagt, wurde zur Farm umfunktioniert. Da kommen wir nicht wirklich weiter. Das ist aber weit weg, oder? Es ist nicht weit weg. Wir gehen mal zu den Cats zurück und sagen mal Bescheid. Vielleicht geben die uns ein Boot oder so. Kann ja sein. So, aber wie wir denn wirklich auf die Insel kommen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Von Fallout 4.